Feier von diesen 5 Wasserproben gehen lo verseucht. Und zwar so, dass ihr rein optisch den Unterschied nicht kann feststellen. Ja, aber wenn dir lo misst rausfahne, wer die einzig nicht verseuchte Probe ist, wie gebt ihr das machen? Ihr dürft natürlich nicht schmecken, mehr dürft zu eurer Verfügung verschiedene Tester. In diesem Video verrate mir euch die Hintergründe von diesem Duell aus der Take-Off-Show und gebe euch Tipps, wie ihr dem und der Klasse könnt machen. Es geht um Chemie, um Analysieren und Interpretieren, um Kompetition und um Spaß. 3, 2, 1, Take-Off! Ja, spannend bis zum Schluss, aber wenn dir kein Moment will verpassen, dann abonniert diesen Kanal. Los und dir, Josef. Diesen Challenge kann ich entweder einzeln oder an Equipen bis zu 3 Leute gegen die Nähe machen. Kommen wir als erst zu der Frage. Wie ein Trinkwasserprof ist nicht verseucht. Es muss ja kein Chemiker sein und auch kein Trinkwasserexpert für diesen Challenge zu lesen. Das Tester finden ihn am Baumarkt und die sie wirklich ganz einfach beschrieben. An alt Materialien und noch Präparativen, die finden an unserem Artikel auf Science.lu an der Link, den ist innen an der Beschreibung. An diesem Teil sind Chemikalien, die wir bei als Wasserproben dabei gemischt haben. Einerseits haben wir ein Säuer und ein Bas, die den pH-Wert vom Wasser beeinflussen, und auf der anderen Seite haben wir Nitrat und Phosphatsalze, das sind auch Düngermittel. Wichtig, am grünen Wasser, du hast häufig auch schon relativ viel Nitrat dran, das heißt, du musst relativ viel Nitrat noch dabei mischen, für das Erproben eindeutig geht. So, wie lädt ihr sich am besten an? Wie ein Tester möchte ihr verteidigt? Und wie organisiert ihr sich an der Equipe, für diesen Challenge zu gewinnen? Weist ihr eine Equipe Material, für das sie statt ein paar Minuten können überlegen? Und da kann es losgehen. Alte Equipen können gleichzeitig starten. Wichtig ist, dass sie darauf hinzuweisen, dass sie die Probe nicht kontaminieren. Das heißt, sie dürfen niemals mit demselben Becher an verschiedenen Proben drauf fahren. Wenn eine Equipe meint, sie hat ein Resultat, können sie den Buzzer drücken oder hart Take-Off schätzen. Mir weiß nicht, nur also das erste Weh bei dem Resultat. Und alles fängt an mit einer klaren Beschriftung. Als erste Top testen wir den pH, weil der liefert uns ziemlich direkt das Resultat. Apropos Trinkwasser hat ein pH von 7. Und alles, was nur weit drüber oder drinnen liegt, können wir direkt ekartieren. Und Nitrat- und Phosphat-Tester, die sind ein bisschen mehr aufwendig, aber die muss man nur noch mit den 3 Proben machen, die übrig sind. Eine mehr oder minder starke Verfärbung indikiert eine Konzentration von Nitrat und Phosphat an den Proben. Und Lucy, für mich, ist das Resultat klar für dich? Ja, also die 5 gebe ich nicht trinken. Und 2 auch nicht, bleibt schließlich der Feier. Was hat bei euch gut geklappt, aber was auch vielleicht nicht? Diskutiert das an eurer Konklusion. Lucy, für euch kennt ihr den ultimativen Test: Trauma, Eisen, chemischen Kenntnisse. Cheers. Prost. Wacht. Am Labor, der will ich eigentlich nicht trinken. Ah, okay. Boah.